Also, wir fahren runter. Komm, und sag bitte, das ist gut. So. Sehr geehrte Frau Botschafterin Hildelund, sehr geehrter Herr Staatsminister Siebler, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher. Ich darf Sie alle sehr herzlich in der frisch sanierten Glyptothek begrüßen. Sie haben soeben ein kurzes Video von den zurückliegenden Arbeiten gesehen. Wie Sie haben meine Mitarbeiter und ich den Tag herbeigesehnt, an dem wir endlich wieder unsere Pforten für Sie öffnen dürfen. Jetzt ist es soweit. Wir sind überzeugt, dass die Glyptothek sich noch schöner präsentiert als zuvor, obwohl wir sogar beträchtlich unter den geplanten Baukosten geblieben sind. Weil die Außenarbeiten aber noch bis zum Sommer fortgeführt werden, stelle ich die Generalsanierung heute nicht in den Vordergrund. Zu gegebener Zeit werden wir das gebührend feiern, Wenn auch die Sanierung der Außenfassaden und des Daches abgeschlossen sind. Hoffentlich dann wieder alle gemeinsam und analog. Am 19. November 2020 jährte sich der Geburtstag des großen dänischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen zum 250. Mal. Dies war Anlass für Ausstellungen in Italien, Dänemark und Deutschland. Schon für die im vergangenen Jahr in Kopenhagen gezeigte Ausstellung Face to Face – Thorvaldsen in Portraiture haben wir mit den Kollegen vom Thorvaldsen Museum eng zusammengearbeitet. Und es wurden dort zahlreiche Leihgaben aus München präsentiert. Heute ist die Glyptothek das weltweit einzige Museum, das allein antike Plastik präsentiert. Doch vor zwei Jahrhunderten verfolgte ihr Stifter, der bayerische Kronprinz Ludwig, ein sehr viel weiter gefasstes Konzept. Bei der Eröffnung 1830 beherbergte diese Ruhmeshalle der Skulptur Werke aus 5 Jahrtausenden. Der junge Wittelsbacher beabsichtigte, dort nicht nur seine schon damals höchst ansehnliche Sammlung griechischer und römischer Plastik aufzustellen, sondern es war sein erklärtes Ziel, die heimischen Künste zu neuem Leben zu erwecken. Ganz im Sinne Winkelmanns sollte in Bayern in Nachahmung der Alten etwas Neues entstehen.
Für Ludwig stand außer Frage, dass man die Wiedergeburt der antiken Kunst neben Antonio Canova vor allem Bertel Thorvaldsen verdankte. So stehen ihre Bildnisstatuen bis heute in Nischen an der Ostfassade der Glyptothek. Und originale Werke der beiden fanden sich bis 1920 am Ende des Museumsrundganges im sogenannten Saal der Neueren. Bei der Wiedereröffnung der Glyptothek spielen nun erneut König Ludwig I., der sich selbst gern als Perikles der Neuzeit betrachtete, und sein nordischer Phidias, als der Thorvaldsen damals allenthalben galt, die Hauptrollen. Während die Ausstellung Canova Thorvaldsen, La Nascita della Scultura Moderna in Mailand das Gesamtwerk der beiden dominierenden Künstler ihrer Epoche einander gegenüberstellte, feierte die Schau Face to Face in seiner dänischen Heimat den überragenden Porträtkünstler Thorvaldsen. In München ist der Blick auf Bertel Thorvaldsen jedoch ein anderer. Für uns stehen das Wirken des dänischen Bildhauers hier und im Besonderen sein Verhältnis zu Ludwig als einem seiner wichtigsten Förderer im Vordergrund. Die Ausstellung geht den Spuren nach, die der Bildhauer in München hinterlassen hat. In Dänemark bereits mehrfach ausgezeichnet, gelang dem seit 1797 in Rom lebenden Bildhauer mit der Idealstatue des Helden Jason 6 Jahre später auch international der Durchbruch. Nach dem Urteil vieler seiner Zeitgenossen traf der Künstler damit in einzigartiger Weise den Geist antiker griechischer Kunst. Thorvaldsen fertigte Idealstatuen und Porträts, aber er war auch in anderen Genres erfolgreich. Mit dem Relieffries, Triumphzug Alexanders des Großen in Babylon für Napoleon, etablierte er sich als führender Reliefbildhauer seiner Epoche. Er schuf ikonische Bilder für ganz Europa, wie das Bildnis des Dichters Byron oder den segnenden Christus in der Kopenhagener Frauenkirche. Der bekennende Protestant wurde sogar mit einem Grabmonument für Papst Pius VII. Im Petersdom betraut. Als Thorvaldsen 1796 Dänemark verließ, galt er in seiner Heimat bereits als vielversprechender Bildhauer. Doch erst in Rom, wo sich damals Künstler aus aller Welt versammelten, erlangte er internationale Anerkennung. Die Stadt am Tiber war das ideale Umfeld. Nicht zuletzt dort traf er auf eine zahlungskräftige Kundschaft. Die Mehrzahl seiner Werke entstand in Rom, in Auseinandersetzung mit den dort vor Augen stehenden Kunstwerken, insbesondere denen aus der Antike. Obwohl der junge Däne zunächst mit unzureichenden Kenntnissen des Altertums nach Italien gereist war, erarbeitete er sich bald eine anerkannte Kennerschaft, die ihn zum geschätzten Berater in zahllosen Gremien machte. Thorvaldsens eindrucksvolle Antikensammlung, heute in dem ihm gewidmeten Museum in Kopenhagen, demonstriert eindrucksvoll sein reges archäologisches Interesse. Als sich der Erfolg einstellte, baute Bertel Thorvaldsen mit großem Geschick in Rom eine große Werkstatt mit zahlreichen Angestellten auf. So war er in der Lage, die rasch wachsende Nachfrage nach seinen Werken zu bedienen. Ein Besuch im Atelier des nun allseits gefeierten Künstlers gehörte in jenen Jahren zum Pflichtprogramm eines jeden Romreisenden. Unter Thorvaldsens Auftraggebern war der bayerische Kronprinz Ludwig wohl der treueste. Bereits 1808 gab Ludwig eine Statue des Adonis bei Thorvaldsen in Auftrag. Obwohl er 23 Jahre auf die Vollendung dieses Werkes warten musste, tat dies seiner Begeisterung für den Bildhauer keinen Abbruch. Er schätzte den Dänen auch als Berater bei seinen Ankäufen und als Ergänzer seiner oft fragmentarischen Antiken. Nachdem sie lange nur brieflich in Kontakt gestanden hatten, begegneten sich beide erstmalig 1818 in Rom. Dort entstand das berühmte Marmorporträt Ludwigs. In späteren Jahren beauftragte Ludwig und auch andere Mitglieder des Hauses Wittelsbach
Bertel-Thorwaldsen mit Denkmälern im öffentlichen Raum. Viele von ihnen werden die Reiterstatue des Kurfürsten Maximilian auf dem Wittelsbacher Platz oder auch das Grabmal des Herzogs von Leuchtenberg in der Michaelskirche kennen. Aber wahrscheinlich wissen nur die wenigsten von ihnen, dass sie von Thorwaldsen geschaffen wurden. Wie die Schau in Kopenhagen, so ist auch unsere Ausstellung Bertel Thorwaldsen und Ludwig I., der dänische Bildhauer in bayerischem Auftrag, eingebettet in das deutsch-dänische kulturelle Freundschaftsjahr, das leider durch andere Ereignisse etwas in den Hintergrund gerückt ist. Ganz im Geiste dieser Freundschaft sind Ausstellung und Katalog entstanden. Stig Miss und Rolf Schneider haben die Zusammenarbeit zwischen Kopenhagen und München initiiert. An allererster Stelle aber haben Annette Johansen, Direktorin des Thorwaldsens Museums, und Christine Bögelt-Johansen, verantwortliche Kuratorin für die Ausstellung Face to Face, diese Zusammenarbeit mit Leben erfüllt und die Ausstellung in der Glyptothek bereichert, ja eigentlich sogar erst möglich gemacht. Ihnen gilt an erster Stelle mein herzlicher Dank. Es erfüllt uns mit Stolz, dass der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Siebler, die Schirmherrschaft für dieses Projekt übernommen hat. Von staatlicher dänischer Seite war die Unterstützung kaum geringer. Das dänische Kulturministerium unter der Ägide von Frau Ministerin Joy Mogensen nahm, wie schon bei der Ausstellung Werke und Tage im vergangenen Jahr in den antiken Sammlungen, regen Anteil und förderte auch dieses Projekt wieder mit großem persönlichem Engagement. Namentlich seien hier Jesper Schuh-Knudsen und Sören Krog zu nennen. Auch die königlich-dänische Botschaft in Deutschland war uns bis zuletzt eine wichtige Stütze. Der Botschafterin Susanne Hüldelund danke ich von Herzen, dass sie ein Grußwort verfasst hat, das Sie gleich im Anschluss hören werden. Aufrichtig danken möchte ich sämtlichen Leihgebern. Nach dem Thorwaldsen-Museum stellen uns die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen die prominentesten Werke zur Verfügung. Bernhard Marz und Herbert Rott sei Dank. Nicht weniger dankbar bin ich ferner Michael Hering von der Staatlichen Graphischen Sammlung, Matthias Mühling vom Lehnbachhaus sowie den privaten Leihgebern für die großzügige Bereitstellung ihrer Schätze. Die Autoren der Katalogbeiträge, sämtliche Mitarbeiter der staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek sowie Marc Brandner und sein Team leisteten einen wichtigen Beitrag zu Ausstellung und Publikation. In besonderer Weise hat sich Astrid Fendt um den Austausch mit unseren dänischen Kollegen verdient gemacht. Und ohne Elli Kriesch gäbe es die schönen Videos nicht, von denen Sie eben eines gesehen haben. Meine Dankbarkeit möchte ich schließlich auch der Ernst von Siemens Kunststiftung und ihrem Generalsekretär Martin Hörnes, ferner der Agency for Culture and Palaces und dem Verein der Freunde und Förderer für ihre finanzielle Unterstützung zum Ausdruck bringen. Im Zentrum der jetzt präsentierten Ausstellung stehen die Freundschaft und das fruchtbare Zusammenwirken des Dänen Bertel Thorwaldsen und des bayerischen Monarchen Ludwig. Mit unserer dänisch-deutschen Kooperation stellen wir uns in ihre Tradition. Die Ausstellung ist ein Musterbeispiel für gute europäische Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, dass jetzt die königlich-dänische Botschafterin Susanne Hüldelund ein Grußwort an Sie richtet. Lieber Herr Siebler, lieber Herr Dr. Knaus, liebe Gäste. Heute eröffnen wir die Ausstellung Bertel Thorwaldsen und Ludwig I. Sie ist eines unserer größten Leuchtturmsprojekte im deutsch-dänischen kulturellen Freundschaftsjahr. Ein Leuchtturmprojekt, das wir heute, ein wenig verspätet, in einem wahren Leuchtturm der deutschen Museumslandschaft eröffnen. Von dänischer Seite gratulieren wir hiermit herzlich zur Wiedereröffnung der Münchner Glyptothek. Und wir hoffen, dass bald wieder
zahlreiche Gäste voller Begeisterung durch die wunderschönen Räume strömen werden, auch denen. Diese Räume hätte ich heute gerne selbst erlebt. Doch noch ist die Zeit leider nicht ganz reif fürs Reisen. Somit sende ich Ihnen allen die besten Grüße hier aus der dänischen Botschaft in Berlin, wo ich mich zumindest am sehr feinen Katalog zur Ausstellung erfreuen kann. Dänemark und Deutschland sind enge und treue Partner als Nachbarn in Europa und in der Welt. Dies gilt auch im Kunst- und Kulturbereich. 2020 haben Dänemark und Deutschland gemeinsam ihr kulturelles Freundschaftsjahr gefeiert. 100 Jahre nach der friedlichen und demokratischen Grenzziehung von unseren beiden Ländern ist es an der Zeit, unsere hervorragende Nachbarschaft und Freundschaft zu feiern und anzuerkennen. Das kulturelle Freundschaftsjahr nach seinem Anfang auf deutschem Boden hier in München. Den Rahmen bot damals die festliche Uraufführung der Oper Die Schneekönigin an der Staatsoper. Ein weiterer Höhepunkt des Freundschaftsjahres ist erst vor kurzem geschehen. In der vergangenen Woche haben die beiden Außenminister Jeppe Kofod und Heiko Maas gemeinsam eine deutsch-dänische Freundschaftserklärung unterzeichnet. Diese Erklärung unterstreicht unsere enge bilaterale Beziehung auf deutliche Weise. München spielt hier eine ganz besondere Rolle. Die Kulturmetropole an der Isar bietet eine reichhaltige Kulturszene mit vielfältigen Angeboten. Für jede und jeden ist etwas dabei. Dieser Gedanke ist aus kulturpolitischer Sicht Dänemarks sehr wichtig. Im Vordergrund des Freundschaftsjahres steht für uns vor allem das Zusammenspiel. Es geht um den Austausch. Es geht darum, von und miteinander zu lernen. So ist auch die Thorvaldsen-Ausstellung in der Münchner Glyptothek entstanden. Die gemeinsame Arbeit des Kopenhagener Thorvaldsen-Museums und der Münchner Glyptothek ist ein hervorragendes Beispiel. Ein Beispiel dafür, wie dieses deutsch-dänische Tandem im Kulturbereich unterwegs sein kann. Es wurde eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. So sind neue, nachhaltige Kontakte entstanden. Und eine hervorragende Ausstellung, in ihrer Art erstmalig auf deutschem Boden. Die Bedeutung Bertel Thorvaldsen ist für uns Dänen immens. Er gilt als Europäer per excellence, der schon vor 250 Jahren den europäischen Traum lebte. Er wirkte in vielen europäischen Ländern und hinterließ bedeutende Spuren. Er machte auch hier in Bayern bleibenden Eindruck. König Ludwig I. war besonders angetan von den Arbeiten und den Ideen der dänischen Bildhauers. Bertel Thorvaldsen ist damit auch ein hervorragendes Symbol unseres Freundschaftsjahres. Er lebte vor, was wir uns wünschen, einen kulturellen Raum über alle Ländergrenzen hinweg. Kunst und Kultur, mit der wir uns gegenseitig inspirieren und die für alle zugänglich ist. Brücken, die uns zueinander führen und die Freundschaften entstehen lassen. Genau auf diesen Gründen ist die Ausstellung über Bertel Thorvaldsen ein so wichtiger Teil des Freundschaftsjahres und ein wahres Leuchtturmsprojekt für uns. Mein Dank gilt allen Beteiligten der Münchner Glyptothek, des Thorvaldsens Museums, der weiteren Museen sowie der bayerischen und der dänischen Kulturbehörden für die großartige Arbeit. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Freude an der Ausstellung und damit auf den Spuren Bertel Thorvaldsen in Bayern. Es ist eine Freude und eine Ehre für uns,
dass jetzt der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Siebler, der Schirmherr über dieses deutsch-dänische Gemeinschaftsprojekt, die Ausstellung Berthold Thorvaldsen und Ludwig I. eröffnet. Sehr geehrte Frau Botschafterin Hüldelund, sehr geehrter Dr. Knaus, liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde. Heute haben wir gleich doppelt Grund zum Feiern. Zum einen öffnet die Glyptothek endlich wieder ihre Pforten und das in ganz neuem und strahlendem Glanz. Und zum anderen erwartet uns mit der heutigen Ausstellungseröffnung ein ganz besonderes kulturelles Highlight. Die Ausstellung Berthold Thorvaldsen und Ludwig I., der dänische Bildhauer im bayerischen Auftrag, widmet sich einem der wichtigsten klassizistischen Bildhauer. Ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass uns das Infektionsgeschehen den Besuch dieser Ausstellung erlauben wird. Das Besondere an Berthold Thorvaldsen ist, wir können seine Spuren überall in München finden. Auf dem Weg in mein Ministerium komme ich zum Beispiel regelmäßig am eindrucksvollen Reiterstandbild von Kurfürst Maximilian I. vorbei. Berthold Thorvaldsen hat auch der Glyptothek seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Er hat Ludwig I. beim Kauf antiker Skulpturen beraten und viele dieser Werke hat er gekonnt ergänzt. Davon profitieren wir noch heute, wenn wir durch das Museum wandern und uns auf eine Zeitreise in die Antike begeben. Ludwig I. war ein typischer bayerischer Visionär. Er hat nicht nur griechisch-römische Kunst gesammelt. Als einer der ersten hat er auch Werke eines zeitgenössischen Bildhauers ausgestellt. So haben viele von Thorvaldsens Werken ihr Zuhause in der Glyptothek im Saal der Neuen gefunden. Und auch das ist wirklich ein Grund zu feiern. Die Glyptothek erstrahlt in ganz neuem und tollem Glanz. Mit der generalsanierten Glyptothek können wir endlich wieder dieses Beispiel bahnbrechender historischer Museumsarchitektur so richtig genießen. Die Gestaltung der Fassade orientiert sich wieder an ihrem ursprünglichen Aussehen und so liegt der Fokus wieder deutlich auf der klassizistischen Architektur, und neue Fenster rücken die Skulpturen ins rechte Licht. Ich freue mich, dass die Schätze dieses weltweit einmaligen Museums nun noch besser zur Geltung kommen können. Wir alle haben gemerkt, wie sehr uns Kunst und Kultur in dieser herausfordernden Zeit fehlen. Denn gerade jetzt geben sie uns Orientierung und Zuversicht. Sie sind eine Bereicherung und ein wichtiger Anker für uns alle. Sie gehören zum Leben ganz einfach dazu. Daher ist es mir eine echte Herzensangelegenheit, die Kunst und Kultur wieder live vor Ort erlebbar zu machen. Wir haben im Kunstministerium Corona mit aller Kraft den Kampf angesagt. Denn wir wollen die kulturelle Vielfalt Bayerns erhalten und unseren Kunst- und Kulturschaffenden eine echte und gute Perspektive bieten. Dafür setze ich mich mit jeder Faser meines Körpers ein. Wir haben wichtige Sicherheitsnetze für unsere Kunst- und Kulturschaffenden gespannt, etwa das Solo-Selbstständigen-Programm, das Spielstättenprogramm oder das Stipendienprogramm für Künstlerinnen und Künstler, in der Anfangsphase ihres Schaffens. Dabei haben wir uns eng mit allen Beteiligten abgestimmt. Das war eine ganz wertvolle Hilfe. Und unsere kulturellen Einrichtungen haben hervorragende Schutz- und Hygienekonzepte entwickelt. Ich bin sehr beeindruckt, wie schnell unsere Museen und Ausstellungshäuser ihre Türen wieder für ihr Publikum geöffnet haben, auch unter teils erschwerten Bedingungen, wie etwa neuen Vorgaben zum Ticketing. Der große Zuspruch zeigt, die Menschen nehmen das Angebot dankbar an und freuen sich, dass dieser Kunstgenuss wieder möglich ist. Wir alle hoffen jetzt von ganzem Herzen, dass das Infektionsgeschehen weiterhin den Besuch unserer Museen erlaubt. Sehr geehrte Damen und Herren, vor über 100 Jahren haben unsere beiden Länder ihre Grenzen auf friedliche Weise festgelegt. Darauf können wir stolz sein. Anlässlich dieses Jubiläums haben wir 2020 das deutsch-dänische kulturelle Freundschaftsjahr gefeiert. Heute setzen wir mit dieser Ausstellung über den dänischen Phidias und den bayerischen Perikles den Schlussakkord. Der dänische Bildhauer und sein bayerischer Förderer sind für mich ein Musterbeispiel deutsch-dänischer Kooperation. Heute arbeiten wir auf den verschiedensten Ebenen ganz erfolgreich zusammen, etwa in Wissenschaft, Technologie und auch Wirtschaft. Und wir teilen gemeinsame Werte und die Liebe zu Frieden und Freiheit. Bayern und Dänemark, ja, sie mögen geografisch vielleicht ein Stück auseinander liegen, aber zusammen bilden wir das Herz in Europa.
Ein klares Bekenntnis zu einem geeinten Europa gehört zur deutsch-dänischen DNS. Mit dem Freundschaftsjahr haben wir unsere gemeinsamen kulturellen Wurzeln sichtbar gemacht. Ludwig I. und Bertel Thorvaldsen sind hier mit gutem Beispiel vorangegangen. Die beiden hat die Liebe zur griechisch-römischen Antike verbunden und auch wir können beim Blick zurück in die europäische Vergangenheit viele wertvolle Gemeinsamkeiten entdecken. Ich freue mich sehr, dass wir mit diesem Jubiläumsjahr unsere Verbundenheit deutlich gestärkt haben. So hat sich München im vergangenen Jahr mit Leihgaben an der Ausstellung Face to Face in Kopenhagen beteiligt. Die staatliche Kunststiftung Dänemark hat sich mit Schmuckstücken für die Ausstellung Werke und Tage in der antiken Sammlung revanchiert. Diese erfolgreichen Kooperationen setzen wir jetzt fort. Ich freue mich sehr, dass wir ab heute in der Glyptothek viele außergewöhnliche Leihgaben von Kopenhagener Museen bewundern können. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die in diesen herausfordernden Zeiten mit ihrem Engagement diese Ausstellung überhaupt erst möglich gemacht haben. Sie haben damit die guten Eigenschaften der deutsch-dänischen Freundschaft auf ideale Weise verkörpert. Gemeinsame Wertvorstellungen, gegenseitiger Respekt und kollegiale Zusammenarbeit. Ich danke insbesondere dem dänischen Kulturministerium und der dänischen Botschaft in Berlin für die Förderung dieser Kooperation, den großzügigen Leihgebern, allen Sponsoren und natürlich Ihnen, Herr Dr. Knaus, und dem ganzen Team für diese gelungene Ausstellung. Und jetzt wünsche ich der Ausstellung den verdienten Erfolg und uns allen spannende Einblicke in die Welt von Bertel Thorvaldsen und Ludwig I. und die deutsch-dänischen Gemeinsamkeiten. Herzlichen Dank, Ihr Bernd Ziebler. Jetzt wäre eigentlich der Moment, dass Sie sich die Ausstellung ansehen und sich anschließend bei einem Glas bayerischen Museumswein mit Ihren Freunden und anderen Museumsbesuchern austauschen. Weil Sie aber erst morgen die Gelegenheit zu einem Besuch der Glyptothek bekommen, nehme ich Sie im nachfolgenden Video mit zu einem ersten virtuellen Rundgang durch die Ausstellung, der hoffentlich Lust auf mehr macht, denn kein Film kann die unmittelbare Begegnung mit den antiken und neuzeitlichen Meisterwerken ersetzen. Wir freuen uns sehr, Sie ab morgen wieder als Gäste in den Museen am Münchner Königsplatz begrüßen zu dürfen. Machen Sie sich dann selbst ein Bild. Bertel Thorvaldsen war in seiner Heimat Kopenhagen bereits ein gefeierter Künstler, als er 1797 mit einem dänischen Stipendium nach Rom reiste. Dort gelang ihm auch international der Durchbruch. Er war in Kürze neben Antonio Canova der bedeutendste Bildhauer seiner Zeit. 1808 hatten Bertel Thorvaldsen und Kronprinz Ludwig zum ersten Mal Kontakt miteinander, aber sie sind sich erst 10 Jahre später zum ersten Mal begegnet, in Rom. Schon vorher hatten sie einen regen Briefverkehr. Manchmal verkehrten sie aber auch über den Mittelsmann Martin von Wagner, der sich ständig in Rom aufhielt. 1808 wünschte sich der Kronprinz eine Statue von heroischem Charakter von der Hand Bertel Thorvaldsens, der damals schon ein berühmter Bildhauer war. Ludwigs Berater Georg Dillis riet ihm zum Adonis. Tatsächlich wurde dann der Adonis in Marmor ausgeführt. Er stand zunächst im Saal der Neueren und befindet sich heute in der Neuen Pinakothek. Bertel Thorvaldsen pflegte freundschaftliche Kontakte zu vielen seiner Künstlerkollegen, unter anderem zum französischen Maler Horace Vernet. Von ihm fertigte er ein dreidimensionales Porträt an. Im Gegenzug revanchierte sich der Maler durch ein gemaltes Porträt Thorvaldsens, das eben die Büste Vernets auch zeigt.
Bertel Thorvaldsen war nicht nur ein begnadeter Bildhauer, sondern auch ein hochtalentierter Unternehmer. Er beschäftigte eine große Zahl von Bildhauern, die für ihn arbeiteten. Und er hatte in Rom eine Vielzahl von Ateliers. Diese Ateliers dienten auch als Showroom, wo Romreisende oder Prominente, in diesem Fall sogar der Papst, ihn besuchen konnten und eine Vielzahl von Skulpturen als Gipsmodelle studieren konnten. Selbst Touristen kamen damals in seine Ateliers. Die Anfertigung eines Marmorporträts hat sich über 2000 Jahre kaum verändert. Wir zeigen das hier am Beispiel der Büste von Kronprinz Ludwig von der Hand Bertel Thorvaldsens. Zuerst entsteht ein Tonmodell. Von Bertel Thorvaldsen wissen wir, dass er das in sehr kurzer Zeit, maximal 3 Stunden, gefertigt hat. Ein Tonmodell, das ist aber nicht dauerhaft. Deswegen wird davon eine Form abgenommen. Aus dieser Form kann man dann Gipsabgüsse gewinnen. Diese Gipsabgüsse werden markiert an charakteristischen Stellen mit einer sogenannten Punktiermaschine, die sich auch in den letzten Jahrhunderten kaum verändert hat, werden diese Punkte dann auf den Marmorblock übertragen. Der Marmor wird dann sukzessive abgearbeitet. Das Endergebnis hier im Original, die berühmte, eigenhändig von Thorvaldsen geschaffene Büste des bayerischen Kronprinzen Ludwig, die bis heute in der Glyptothek steht. Aus Dankbarkeit für die Marmorbüste von der Hand Bertel Thorvaldsens machte der Monarch dem Bildhauer eine Gegengabe, nämlich ein gemaltes Porträt Ludwigs von der Hand Josef Stielers. Dieses Bild, das wissen wir, hing jahrzehntelang in der Wohnung des Bildhauers in Rom. Später gelangte es dann ins Thorvaldsen-Museum nach Kopenhagen. »1829 besuchte König Ludwig Thorvaldsen in seinem Atelier in Rom, um ihm den höchsten bayerischen Orden zu verleihen. Wir sehen auf dieser Skizze Ludwig und Thorvaldsen zwischen einer Vielzahl von berühmten Meisterwerken des Bildhauers.« Bertel Thorvaldsen diente dem bayerischen Kronprinzen schon früh als Berater bei dessen Ankäufen antiker Skulpturen. Häufig musste er diese dann anschließend auch noch ergänzen. Ein Beispiel dafür ist diese Musenfigur. Thorvaldsen hat Kopf und beide Hände ergänzt. Durch die Zugabe einer Schriftrolle gibt er ihr in diesem Fall die Rolle als Clio, als Muse der Geschichtsschreibung. »1812 hatte Martin von Wagner im Auftrag von König Ludwig die Ägineten ersteigert, also die Giebelskulpturen des Tempels auf der Insel Ägina, unweit von Athen gelegen. Diese Skulpturen waren nur fragmentarisch erhalten und Ludwig bestand darauf, sie komplett zu ergänzen. Die Ergänzungen sind ungewöhnlich hoch von der Qualität. Das ist Thorvaldsen zuzuschreiben, der sich in bewundernswerter Weise in den damals gänzlich unbekannten Stil der spätarchaischen frühklassischen Zeit eingefühlt hat. Wir sehen hier nebeneinander einen originalen Kopf vom Westgiebel des Aphaia-Tempels und einen Kopf, den Bertel Thorvaldsen nach dessen Vorbild geschaffen hat. Daran lässt sich sehr schön ablesen, wie einfühlsam Thorvaldsen den spätarchaischen Stil erfasst hat und gleichzeitig auch die Verwitterungsspuren, die diese Figuren aufwiesen, übertragen hat in seine Kopfergänzung. Bald nach der Ergänzung der Ägineten schuf Thorvaldsen die Statue der Spes, der Göttin der Hoffnung. Es ist die einzige Idealfigur von Thorvaldsen, die antike Wurzeln erkennen lässt. Die junge Frau mit der vorgestreckten Blüte und dem auch altertümlich erscheinenden Gewand ist möglicherweise angeregt von Figuren, die auch den Tempel der Aphaia auf Ägina geschmückt haben.
Zweimal hat Bertel Thorvaldsen König Ludwig auch in München besucht. Das erste Mal 1830. Damals wurde gerade die Glyptothek fertiggestellt. Bei Fackelschein hat er mit dem König die Skulpturensammlung begutachtet. 9 Jahre später kam er erneut, dieses Mal zur Einweihung des Reiterdenkmals für Kurfürst Maximilian I. am Wittelsbacher Platz. 1830 beauftragte König Ludwig Bertel Thorvaldsen mit einem Reiterdenkmal für seinen berühmten Vorfahren Kurfürst Maximilian I. Der Bildhauer hätte gern eine Statue in antiker Manier nach dem Vorbild der Statue Marc Aurels auf dem Kapitol geschaffen. Doch Ludwig wünschte eine historisch korrekte Darstellung. Damit der Bildhauer die Rüstung und auch das Aussehen des Kurfürsten korrekt wiedergeben konnte, erhielt er Zeichnungen, die ein Münchner Maler für Thorvaldsen anfertigte. Heute steht die Statue am Wittelsbacher Platz. 1833 beauftragte Maximilian, der älteste Sohn von Ludwig, Thorvaldsen mit einer Statue des letzten Stauferprinzen Konradin. Dessen Mutter stammte aus Bayern und auf diese Weise konnten auch die Wittelsbacher an dieses berühmte Geschlecht anknüpfen. Am Porträt von Andreas Peter Bernstorff lässt sich Thorvaldsens Hinwendung zum Klassizismus sehr gut verfolgen. Noch vor seiner Abreise aus Dänemark nach Rom wurde er beauftragt, vom dänischen Staatsminister ein Bildnis anzufertigen. Nach einer Lebendmaske aus Gips fertigte er ein Porträt im Stil des späten Rokoko an. Als er dann in Rom war, wurde er beeinflusst von den dort allerorten vor ihm stehenden antiken Porträts. So entstand 1804 ein ganz neues Bild des dänischen Staatsministers. Bertel Thorvaldsen hat auch Kopien von antiken Meisterwerken angefertigt für seine Auftraggeber. Zum Beispiel dieses Porträt des Cicero, das ein antiker Kopist nicht besser hätte schaffen können. Gleichzeitig haben solche Arbeiten auch dazu gedient, die Fähigkeiten des Meisters unter Beweis zu stellen. Im Auftrag eines schottischen Napoleon-Bewunderers schuf Bertel Thorvaldsen ein posthumes Bildnis des Kaisers der Franzosen. Charakteristisch für diese Napoleon-Büste ist, dass er entrückt wirkt, wie ein vergöttlichter römischer Imperator. Die Büste erhebt sich über dem römischen Reichsadler und der Weltkugel. Der Kaiser trägt einen Lorbeerkranz und auch die Wunderwaffe des Jupiter Zeus, die Ägis. Das Gemälde von Wilhelm von Kaulbach zeigt die von König Ludwig in Tätigkeit gesetzten Künstler. Eine dominierende Rolle nimmt dabei Bertel Thorvaldsen ein. Das liegt daran, dass er nicht nur selber als Künstler tätig war, sondern dass er auch viele der hier in Bayern tätigen Künstler als Lehrer und Mentor betreut hat, wie etwa Ludwig Schwanthaler. Die Statue der Spes muss Bertel Thorvaldsen sehr wichtig gewesen sein, denn 1839 schuf er ein Selbstbildnis mit eben dieser Statue. 2 Jahrzehnte später entstand eine lebensgroße Marmorversion davon. Sie steht heute in einer Nische in der Ostfassade der Glyptothek.